Hey, willkommen zu einer neuen Reaktion auf meinem Kanal. Heute werden wir auf den Pokémon-Legenden Arceus oder Arceus, wie man das ausspricht, Übersichtshöhle reagieren. Ich bin ein bisschen gespannt, denn ich werde es auf jeden Fall let's playen. Ich habe ein bisschen Bock drauf. Bin auch sehr gespannt, wie es am Ende laufen wird. Ob die Grafik wirklich so schlecht ist oder ob es vielleicht gar nicht so auffällt, wenn man mit vielleicht gutem Gameplay überrascht wird. Ich bin sehr gespannt. Hab noch gar nicht angeschaut. Aber, na. Man sieht auf jeden Fall ein bisschen was Neues, sehe ich hier gerade. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal rein. 6 Minuten geht das Ganze. Geht eigentlich sogar. Und los. Okay. Das sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, zum Beispiel. Aber hier halt die Berge gefallen mir nicht so. Das ist auch gar nicht eigentlich auch ganz nice. Reise in die Pokémon-Welt der Vergangenheit. In eine Zeit, sah noch nach Cutscene aus. Als also anscheinend gibt es auch Cutscenes. Nur selten in Harmonie miteinander zusammenlebten. Willkommen in der Hisui-Region. Also das Wasser ist halt echt verdammt hässlich, muss ich sagen. Ort, der aber das sah sogar ganz okay aus. Oder hier, das ist auch ganz cool. Diese Region bewohnen, ist noch wenig bekannt. Daher werden sie von ohne Hügel, aber das sah ziemlich hässlich aus. Die in einer Siedlung namens Jubeldorf leben. Wir werden es nachher alles nochmal anschauen. Ein bisschen genauer anschauen. Dort beginnt dein Abenteuer. Weil die Höhle sah halt wirklich einfach nur komisch aus bisher. Pokémon-Erkundungen, okay. Deine Mission ist es, die Pokémon in Hisui zu erforschen. Als neuestes Mitglied des Forschungstrupps der Galaktik-Expedition lieferst du wichtige Erkenntnisse. Boah, der Pokédex sieht aber nice aus. Pokédex in der Region. Und jedes Pokémon hat so ein Bild. Okay, das ist schon nice. Brich vom Basislager auf und suche wilde Pokémon, die du mit Hilfe eines Pokéballs fangen kannst. Ich frage mich, ob halt wirklich Bäume stehen oder ob das halt nicht gerendert wird. Weil bisher haben wir halt nie Bäume hätten gesehen. Und das finde ich halt nice, dass man ein Pokémon einfach so frei werfen kann. Okay. Das ist Vulcano. Hisui Vulcano. Manche Pokémon sind schwerer zu fangen als andere. Versuche sie in einem Kampf mit einem deiner Pokémon zu schwächen. Bin auch gespannt, wie viele Animationen es geben wird. Ob die mehr Animationen jetzt für Pokémon benutzt haben. Das hat geklappt. Oh ja, okay. Das ist aber ganz nice, wie er geschlafen hat. Da steht wieder eins. Andere erschrecken sich leicht und rennen davon, wenn sie dich sehen. Und Sickwings natürlich auch nice. Greifen Eindringlinge in ihrem Revier an. Außerdem wirst du mächtigen Elite-Pokémon begegnen, nice. Die sofort auf dich losgehen. Wenn diese schweren Gegner dir zu sehr einheizen, schwer und relax, musst du dich schnell aus dem Staub machen. Also das sind die Elite-Gegner, also Elite-Pokémon, mit den roten Augen, oder? Damit du und deine Pokémon euch etwas Ruhe gönnen könnt. Da kann man entspannen. Professor Laven von der Galaktik-Expedition steht dir bei deinen Forschungen helfend zur Seite. Professor Laven. Von deinen neuesten Erkenntnissen, um neue Einträge im Pokédex zu erstellen. Im Pokédex werden Obsidian Grasland heißt halt irgendwas. Zum Beispiel, wie oft ein Pokémon gefangen wurde und wie viele seiner Attacken du beobachtet hast. Wenn du Pokédex-Aufgaben erfüllst, kannst du die Einträge im Pokédex vervollständigen. Man muss Sachen sehen, wie was die halt für Angriffe drauf haben. Okay. Klar, es hat was mit der Forschung zu tun, aber ein bisschen weird. Vorbereitung. Jubeldorf ist der Ausgangspunkt für deine Forschungsmission. Oh, sieht echt ganz nice aus. Dort kannst du dich auf deinen nächsten Ausflug vorbereiten. Kaufe Vorräte im Gemischtwarenladen. Gemischtwarenladen. Stelle im Handwerksladen neue Items aus den Materialien her, die du auf deinen Reisen gesammelt hast. Apikoko und Glanzstein, dann kann man Pokéball machen. Lasse deine gefangenen Pokémon auf der Weide behüten. Oh, das ist nice. Die laufen wirklich alle frei rum da. Hol dir in der Schneiderei neue Kleidung. Nice. Und lass dir im Friseursalon eine schicke neue Frisur machen. Okay, das gefällt mir. Im Fotoatelier kannst du tolle Fotos mit dir und deinen Pokémon schießen. Das ist auch nice. Da gibt es doch ein bisschen mehr, als ich gedacht hätte. Für die Galaktik-Expedition. Das ist Expeditionsleiter Denboku, der Boss der Galaktik-Expedition. Unter der Führung von Kommandantin Celestis und mit Hilfe der anderen Mitglieder des Forschungstrupps erfüllst du Forschungsmissionen. Okay, es gibt scheinbar noch Ränge. Du hast die Möglichkeit, deine Forschungen auf neue Bereiche von Hisui auszuweiten. Das sieht auch nice aus. Klar, die Berge außenrum ist nicht so, aber die Ruinen haben mir gefallen. Hisui bereisen.
In Hisui begegnest du besonderen Pokémon mit geheimnisvollen Kräften. Oh, wer sind die auf beiden? Auf einigen von ihnen kannst du sogar reiten. Damit hier. Salmagnus. Und Hisui Waschakwil. Und in der Luft die Region leichter bereisen. Muss kurz zurückspulen. Pokémon kannst du zu Lande. Okay, ich dachte ganz kurz, dass hier alles so irgendwie eckig ist beim Fluss unten. Zu Wasser. Aber alles gut. Es ist sogar eckig, ich hab das gesehen. Ich weiß, ich will es eigentlich erst danach anschauen. Und in aufs Genauere, aber hier unten kann man es sehen. Ist einfach ein eckiger Fluss. Alles klar. In der Luft die Region leichter bereisen. Oh, das ist ein bisschen helles Wasser gewesen. Oh, Vulkan. Der hat mir gefallen. Jedoch sorgt ein seltsames Phänomen dafür, dass Könige und Königinnen urplötzlich in Rage geraten. Das Axanto, als oder? Als Mitglied des Forschungstrupps gehört es zu deinen Aufgaben, die in Rage geratenen Pokémon zu besänftigen. Dazu musst du sie mit sogenannten Ruhegaben treffen. Okay. Wirf sie im richtigen Moment. Weiche dabei Angriffen aus. Also es ist quasi ein Trainer gegen Pokémon-Kampf. Ah doch. Herumwütenden Könige und Königinnen. Jetzt ist es also noch ein Pokémon-Kampf, ne? Okay. Und da wir eine Cutscene. Okay, also Cutscenes sind schon mal drin, das gefällt mir sehr gut. Na. Eine weite, ungezähmte Wildnis. In der neue Gefahren. Und aufregende Entdeckungen auf dich warten. Oh, der hat irgendwas hochgeworfen. Wie steht so das mysteriöse Pokémon Arceus mit deinen Reisen in Verbindung? Und dieses Arceus heißt es, okay. Und das Arceus von, verstehe ich auch nicht ganz. Woher kommt das? Dein Abenteuer es ist ja halt Sui-Region beginnt Krafttechnik. Stimmt, sind irgendwie diese neuen Arceus Kampftechniken. Am 28. Januar, exklusiv für Nintendo Switch erhältlich. Und das war's. Alles klar. Ich sage schon mal ein bisschen durch nochmal. Das ist auf jeden Fall schon mal Neues zu sehen. Also hier, das hier zum Beispiel, sieht doch eigentlich ganz nice aus. Ist zwar schon auf 1080p, also sieht trotzdem ein bisschen verpixelt aus. Aber trotzdem, hier ist so ein kleiner Busch, hier ein Baum, da ist ein Pokémon, da ist ein Pokémon. Chillas müsste es, glaube ich, sein. Hinten der Berg. Ist eigentlich ganz geil, oder? Also wenn wirklich so alles aussehen würde, wäre es wirklich nice. Weil da fällt auch dieses, der ganze Glanz überall nicht auf. Der Baum sieht auch eigentlich ganz nice aus. Aber hier zum Beispiel hier. Es glänzt irgendwie viel zu viel. Die Berge sind halt irgendwie viel zu langweilig. Da fehlen halt irgendwie so bestimmte Sachen. Hier ist einfach ganz komplett gerade abgeschnitten. Das Wasser ist halt irgendwie, keine Ahnung, gibt es einen besseren Shot vom Wasser? Hier. Oder? Hier. Das sieht irgendwie weird aus, finde ich. Es kommen keine Wellen. Es ist einfach quasi, einfach nur ein See quasi, wo das Wasser einfach nicht anschwappt oder so, wo sich nichts bewegt. Finde ich ein bisschen schade, hier das Gras hier irgendwie. Also, jetzt habe ich nur Wellen, alles gut. Aber hier, das Wasser finde ich wieder nice, so kleines Gras, so Baumstämme hier. Werden halt die Berge ein bisschen schöner, die sind einfach so eckig und alles. Das ist, ziemlich hässlich, muss ich sagen. Aber hier die Bäume, die sehen eigentlich ganz nice aus. Müssen nur vielleicht ein bisschen Gras oder ein bisschen mehr Büsche hier integriert werden. Und mal hier, ist ja kein Pokémon, ich weiß nicht, ob das hier eins ist. Oder ob es so eine Muschel ist. Weil man kann ja auch irgendwelche Sachen einsammeln. Und ah, ich sehe gerade hier, vielleicht kannst du dir genützt hier anschauen. Das sieht nach der Tasche aus. Das Arceus Phone. Und das hier ist, sind Quests wahrscheinlich. Und das ist der Pokédex. Weil der ist ja auch ziemlich nice aus, muss ich sagen. Oh, hier ist auch wieder ein Shot. Sieht ganz okay aus, wenn hier halt irgendwie noch mehr Textur halt im Boden wäre. Oder ein bisschen mehr Gras per Büsche. Das wäre ganz geil, aber der Himmel gefällt mir. Schon gibt es nämlich Tageszeiten und verschiedene Himmelfarben quasi, meine ich damit. Das hier ist auch ganz geil, sieht auch ganz cool aus. Hier mit der Sonne. Die Berge sehen auch echt nicht schlecht aus, muss ich sagen, von hier. Wenn die so im Hintergrund irgendwie so sind, sind die okay. Aber hier, das ist ja kein Hintergrund, weil da kann man hier überall hin, glaube ich. Der Wasserfall sieht auch ganz cool aus. Aber hier, es ist halt irgendwie nichts, es ist halt ein bisschen leer. Hier sieht ein bisschen halt einfach reingeplaced aus. Die Verbindung zu den ganzen Sachen wäre ganz nice. Und dann hier sind die ganzen Pokémon, auf denen man reiten kann. Damitür. Salmagnus. Hier die Berge auch wieder. Ein bisschen komisch. Mit diesem Pokémon kannst du zu Lande. Und hier. Ich weiß nicht, ob man rumfliegen sollte. Man kann ja eh keine Pokémon unten sehen. Vielleicht eher, um neue Orte zu entdecken, vielleicht. Oder wenn man irgendwas. Ja gut, das ist eigentlich kein Sinn. Irgendwas Besonderes sieht. Vielleicht will man ja zu dem Baum da hinten. Und anscheinend rennen dann die Bäume auch gerade da. Zu Wasser. Ja, haben sie gut gelöst. Die ploppen nicht einfach auf, sondern die kommen so ganz langsam quasi.
Dann verstehst du mir nicht, warum sie wieder so einen Baum hier einbauen. Einfach hier so normale Bäume und dann kommt wieder so ein Baum, wo man dran schütteln kann. Habe ich auch im Pokémon Schwert und Schild nicht verstanden, warum die einfach so normale Bäume haben und dann so einen hässlichen Baum, der gar nicht reinpasst, an den Früchten hängen. Keine Ahnung. Ich finde, die sollten einfach alle einheitlich behalten. So wie zum Beispiel im BioTV. Und dann da irgendwelche Äpfel dranhängen oder so, die runterfallen. Das würde ich feiern. Und in der Luft die Region leicht. Hier, wollte ich auch gerade sagen, solche Erze kann man auch noch finden. Und ja, keine Ahnung, sieht halt einfach nicht gut aus. Klar, es ist ein Berg, ein bisschen steinig, aber es ist ein bisschen zu abgedingst. Ein paar Texturen sollten halt irgendwie reinkommen, irgendwie. Da hinten ist halt ein bisschen zu leer. Ich weiß, vielleicht ist es ein Ort, und da vielleicht sind halt wirklich gar keine Bäume, es wäre halt ein bisschen lame. Aber wie man ja schon auf anderen Dings gesehen hat, beim Waschakwill, rennen die Bäume halt erst, und das finde ich jetzt ziemlich lame. Das hätte man schon noch anders hingekriegt, wenn man mehr Zeit genommen hätte. Mal schauen, hier ist es in diesem Gebäude. Sieht eigentlich ganz nice aus sogar. Nur ich finde halt irgendwie, dass halt manche Texturen irgendwie richtig verschwommen aussehen. Hier auf diesem, wie heißt der, Lavender oder so? Lavanda? Ne, wie heißt der, keine Ahnung, wie heißt. Das ist ein bisschen weird, dass hier erleuchtet irgendwie. Ich weiß nicht, ob es gewollt ist, aber es sieht halt ein bisschen zu hell aus. Wie dieser Glanz halt. Hier der Baum sieht eigentlich ganz cool aus, aber passt halt nicht ganz zu den anderen. Oder, wait, vielleicht. Wenn alle Bäume so aussehen würden, wäre es sogar ganz cool. Vielleicht sind sogar andere Baumarten. Okay, dann. Ist sogar noch okay. Hier ist halt so ein Kampf. Gegen Axanthor. Gegen so einen König. Ist ein bisschen lame, dass halt, die einfach so golden gemacht wurden. Aber sein Ruhegarn gefällt mir ziemlich gut. So, dass der Trainer mehr integriert wird irgendwie. Oh, wer wäre er? Okay. Ich frage mich halt, wer die sind. Vielleicht sind es irgendwelche Clans oder so. Oder vielleicht andere quasi Rivalen. Oder. Oh wait, da war ja auch immer noch eine. Die andere quasi. Was mir hier drinnen stand. Vielleicht ist das quasi die Rivalen. Hier. Die meine ich. Die stand vorhin nebeneinander, die hier. Oh, das gefällt mir aber. Ich glaube, wenn man rollt, wenn es schneit, dass dann Schnee auf einem drauf liegt ein bisschen. Das ist cool, okay. Und hier. So gefällt mir das Wasser sogar noch ein bisschen mehr, als wenn hier überall so komische Wellen drin sind. Alles so ein bisschen verschwommen aussieht. Und das sind irgendwelche Blumen hier. Also das, wenn alles so ein bisschen so aussehen würde, auch in der Entfernung, dann würde es mir auch ein bisschen gefallen. So ein bisschen mehr gefallen. Hier sieht auch ganz geil aus und der Glanz ist halt ein bisschen nervig. Aber ansonsten denke ich, dass es echt, finde ich, sogar gar nicht so schlecht aussieht. Ja gut, das ist ja ein bisschen zu hell. Ja, gut, das ist verdammt hässlich hier. Also muss echt sagen, kann man für dich verteidigen. Aber das hier ist auch wieder übelst schön, finde ich. Mit dem hohen Gras hier. Sowas will ich halt sehen, aber es gibt halt einfach aus, die sehen halt einfach nicht so aus. Denn hier ist Jubeldorf mit so Häusern, die halt alle gleich aussehen. Es geht doch klar, weil die andere Hälfte halt besser aussieht und hier so ein Rad halt ein bisschen voller halt alles ist. Fällt mir ziemlich gut. Warte, wo war es? Da. Hier kann man noch ein bisschen mehr sehen. Das ist halt irgendwelche Stellen noch ganz in Läden sind hier irgendwie noch. Da ist diese Weide irgendwie, wo man die ganzen Pokémon freilassen kann. Und da ist irgendein Stall, glaube ich, noch. Da hinten der Berg. Okay. Aber ich denke, dass das alles war. Also wir sollen den Pokédex vervollständigen und Pokémon erforschen. Und dann noch mysteriöse Phänomene untersuchen, quasi die halt so Königs-Pokémon irgendwie in Rage setzen. Ah, da ist er. Wer ist der? Lavin, oder? Lavin, okay. Hier, das meine ich da. Bisschen verschwommen irgendwie. Aber hier ist es eigentlich ganz okay aus. Nur der Glanz ist ein bisschen nervig. Und hier sieht man jetzt, dass die Büsche da schon spawnen. Und die Bäume müssen weiter spawnen. Ja. Okay. Es ist okay, es geht. Aber ich denke, ich werde nicht so viel rumfliegen. Ansonsten denke ich, dass es gar nicht so schlecht werden könnte. Ich bin immer noch ein bisschen Hype jetzt drauf. Da hat es erst bei mir angefangen, der Hype, als ich so diesen einen Trailer gesehen habe, diesen 30-Minuten-Trailer. Den habe ich angeschaut, aber sonst halt wirklich gar nichts. Und auch das hier gefällt mir ziemlich gut. Die ganzen Hisui-Formen, ich glaube 5 oder 6 gibt es, weiß gar nicht. Von dem hier, die Entwicklung. Dann von diesem Voltoball und so. Und von Fukano gibt es die Formen. Gefällt mir ziemlich gut. Ich denke, dass die Starter auch noch Formen haben werden.
Bin ich gespannt. Aber ich glaube, Bautz hat nichts, oder? Ich glaube, Bautz habe ich bisher gesehen. Der hat nämlich hier kein Öl, nichts. Keine Form. Okay. Ja, dann würde ich sagen, war es das auch schon mit der Reaktion? Oh, hier ist noch was. Sorry. Aber hier. Das gefällt mir auch ziemlich gut, wenn man mit einem Pokémon so quasi campt. Und hier auch viele Varianten von Bäumen und Büschen. Und ich habe schon gesehen, ob sie den Gras dann ist, glaube ich, die allererste Ebene. Um den kann man. Es ist ja kein Open-World-Bereich. Es sind ja mehrere kleine Bereiche. Finde ich auch ein bisschen besser, weil sonst wird es vielleicht sogar noch hässlicher aussehen, weil die Rennerdistanz noch niedriger ist. Aber okay. Hier liegt der Pokémon. Und hier, die Cutscenes. Und ah, das ist das andere. Die andere Entwicklung. Aber alles klar. Da würde ich sagen, was mit der Reaktion? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt noch einen kleinen Einblick bekommen in das Spiel. Es wird diesen Freitag Start-Let's Play. Ich freue mich ein bisschen drauf. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum nächsten Let's Play, bis zum nächsten Video. Und ciao.